Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, was meine Wellensittiche so als Leckerli oder Zwischensnack bekommen und was sehr gesund ist und was ihr so, ja, ab jetzt eigentlich sehr gut sammeln könnt. Und das ist ganz normales Gras. Ihr solltet halt darauf achten, wo ihr das Gras sammelt, am besten nicht an vielbefahrenen Straßen. Ich würde es auch nicht unbedingt in einem Park oder so sammeln, wo immer tausend Menschen sind und ja, es vielleicht sehr viele Hunde oder so hinmachen. Ich sammle es jetzt zum Beispiel im Garten. Und nicht wundern, mein Schlüssel fällt leider die ganze Zeit ins Bild, denn ich habe in einer Hand halt die Kamera und den Schlüssel gehalten. Und in der anderen Hand, beziehungsweise mit der anderen Hand, habe ich halt das Gras gesammelt. Und ja, ich nehme dann einfach längere Grashalme, die ich sehe, und halt die, die frisch sind. Also das ist jetzt mein Schlüssel. Nicht wundern, was dieses Fellteil hier ist. Also das ist besser gesagt mein Schlüsselanhänger. Und ja, ihr könnt auch Gänseblümchen sammeln. Dann bin ich wieder ab nach drinnen. Ich bin nämlich gerade erst nach Hause gekommen und dann habe ich das so verbunden, habe natürlich frisches Gras und ja, ein paar Gänseblümchen gesammelt. Und ich dachte mir, ich möchte meinen Wellensittich eine kleine Freude machen, habe die Gräser davor natürlich abgewaschen. Die Wellensittiche saßen auch alle schon im Vogelzimmer, waren gerade eigentlich so in ihrer Chillphase. Aber ich habe ja, sie dann ein bisschen aufgeweckt, indem ich ihnen einfach die Gräser gezeigt habe. Und meine Wellensittiche lieben Gräser und ja, vor allem auch frisches Gras. Im Moment gibt es ja noch nicht so diese normalen Gräser, also die Rispengräser oder Knaulgras und so. Deswegen nehme ich einfach normales Gras und meine Wellensittiche lieben normales Gras fast genauso gern wie Gräser zum Abknabbern. Bei den Gräsern zum Abknabbern haben sie halt natürlich noch was, das sie richtig fressen. Von diesem Gras hier fressen sie ein bisschen und vieles mögen sie halt auch einfach zum Zerstören und Rumschmeißen und zur Beschäftigung, teilweise auch zum Baden. Also ich kann es euch nur empfehlen, einfach normales Gras zu sammeln. Achtet halt wirklich darauf, wo ihr das Gras sammelt. Aber es kommt wirklich bei den meisten Wellensittichen sehr, sehr gut an. Ja, meine neuen Wellensittiche gewöhnen sich jetzt so langsam daran. Deswegen sieht man sie jetzt in dem Video auch noch nicht so arg am Gras. Sie sind auch noch ein bisschen scheuer als die anderen Wellensittiche. Alle anderen sind ja eigentlich zahm. Ja, und Jewel sieht man auch. Sie mag Gräser auch sehr gerne und auch Salat und Gurke. Und da ist sie auch immer gleich am Start. Die anderen werden sich dann auch noch dran gewöhnen. Und ja, also Gräser kommen eigentlich meiner Erfahrung nach bei allen Wellensittichen super an, deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Und es gehört natürlich auch zum natürlichen Lebensmittel, beziehungsweise Futtermittel. Natürlich ist das Gras in Australien nicht so frisch wie hier in Deutschland oder ja, in Europa, sage ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem mögen es die Wellensittiche sehr gerne. Und auch wenn sie es nicht fressen, dient es gut als Beschäftigung. Übrigens habe ich hier mal so die Federn und so gefilmt, weil meine Wellensittiche sind ja recht zahm. Also eigentlich sehr zahm und manche haben eigentlich gar keine Angst. Und dann kann man voll die schönen Aufnahmen vom Gefieder machen. Fällt mir oft auf, während ich solche Videos mache. Ja, also wenn ihr auch mal schöne Bilder oder so von euren Wellensittichen machen wollt, dann lockt sie ruhig mal mit Gras oder sowas an. Oder halt mit frischen Gräsern und Kolbenhirse. Weil da kann man echt wirklich schöne Bilder von den Wellensittichen auch machen. Meine sehen im Moment leider nicht so schön aus. Ja, die sind gerade fast alle in der Mauser. Also Trico hier vorne, der grün-gelbe australische Schecke. Ganz doll. Neo auch, mein grüner Wellensittich. Genauso auch die zwei blauen hinten. Also hier links Chico, der dunkelblaue. Und auch der normale hellblaue. Von den zwei neuen war auch der eine in der Mauser. Ja, Thielo ist auch ganz arg in der Mauser, also der Spangle. Und ja, also ich glaube, ich habe im Moment gerade nur zwei Wellensittiche, die nicht mausern. Und das sind da hinten die zwei, einmal Dobby und Jewel. Alle anderen sind in der Mauser. Deswegen sehen sie auch gerade ein bisschen zerstreut aus. Aber gerade auch in Zeiten von der Mauser sind frische Gräser sehr wichtig, da sie den Wellensittichen sehr viele, ja, Nährwerte und Vitamine liefern, beziehungsweise auch Gemüse. Und so ist alles sehr gut während der Mauser, denn das hilft den Wellensittichen auch wirklich. Sie baden viel und somit fallen auch die Federn leichter aus. Und ja,
Jetzt würde ich sagen, könnt ihr noch ein bisschen einfach die Wellensittiche sehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.